Ja, Marc. 2-2 heute in Oberhausen. Wahrscheinlich wärst du nach den Torchancen, kann man sagen, ein gerechtes Ergebnis, aber so kurz vor Schluss, da ist der Frust wahrscheinlich über da, dass man nicht gewonnen hat. Richtig. Ich glaube, unter dem Strich geht das Unentschieden in Ordnung, wenn man den gesamten Spielverlauf betrachtet. Aber aus unserer Sicht ist das natürlich eine Katastrophe, dass du mit dem Abpfiff den Ausgleich noch fängst, wenn du schon denkst, der Dreier ist in der Tasche und ja, wenn du dann siehst, wie der Ball da hinten einschlägt, da würdest du am liebsten im Boden versenken. Ja, wahrscheinlich vor allen Dingen, was war ja in Chemnitz, gegen Chemnitz und in Saarbrücken ja ähnlich gewesen, kurz vor Schluss. Ja, kann man sowas abstellen, kann man sowas trainieren? Wenn ich das trainieren könnte, hätte ich es getan, da kannst du mal sicher sein. Ich glaube einfach nicht, dass du das trainieren kannst. Ist schwer einzuschätzen, aber trainieren kannst du solche Situationen mit Sicherheit nicht. Es ist einfach nur bitter. Ja, bitter fand ich auch, das erste Gegentor Standard, Kopfball, das hat es im letzten Ausflug schon öfter gegeben, woran liegt's? Tja, wenn ich das wüsste, das kann man sicherlich trainieren, es ist ja nicht so, dass wir das nicht getan haben, aber wenn du deine kopfballstärksten Leute da einteilst und es raschelt dann trotzdem, ja, was willst du denn da noch machen? Also jeder hat seine Aufgabe, jeder weiß, wen er zu beackern hat und er muss ihn eben halt beackern. Und ja, es ist schon verdammt ärgerlich aus unserer Sicht, dass wir doch wieder nach einer Standardsituation ein Tor gekriegt haben. Ja, nachdem du bekannt gegeben hast, dass du zum Ende der Saison aufhörst, gab es ja noch eine ziemliche Unruhe im Verein, auch bei den Fans. Wie hast du das wahrgenommen, auch die Bekundung der Fans? Ja, die Bekundung der Fans, das nimmt man natürlich wahr. Ne? Das ist ja auch, da freut man sich natürlich auch drüber, wenn dir Sympathien der Fans entgegengebracht werden. Aber ich werte das einfach auch für mich und für die Mannschaft letztendlich als Bestätigung der Arbeit, dass das honoriert wird. Und ja, wie gesagt, das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei, das kriegt man mit. Aber wenn du auf dem Platz stehst, ob jetzt beim Training oder beim Spiel, dann bist du fokussiert und da siehst du links und rechts gar nichts. Ja, du hast ihn für ein T-Shirt gezeigt, den Fans. Was stand da drauf? Ich habe einfach nur mal ganz salopp Danke gesagt, denn es ist ja nicht selbstverständlich, dass die Fans die Mannschaft und den Trainer feiern. Ich sage nochmal, das ist eine Bestätigung der Arbeit. Das freut einen natürlich. Es war ja auch letzte Saison so, im Aufstiegsjahr, dass die Fans mich das ein oder andere Mal gefordert haben. Und ich lasse doch die Fans nicht stehen. Wenn sie dich fordern, dann musst du wenigstens mal Danke sagen. Das habe ich heute getan. Und ja, das ist einfach die gute alte Kinderstube, ne? Ja, wie geht's weiter? Jetzt war heute der 22. Spieltag. 28 Punkte, man hat den Vorsprung zu den Abschlussplätzen gewahrt. Wird eben immer noch nach hinten geguckt oder auch ein bisschen nach vorne gestielt? Nein, du musst ganz klar den Klassenerhalt im Visier haben. Alles andere ist völlig zweitrangig. Wir haben heute einen Punkt gemacht, um Oberhausen auf Distanz zu behalten. Das ist auch gut. Es geht rein um den Klassenerhalt. Alles andere, da sollen sich andere mit beschäftigen. Wie viele Punkte braucht man, um die Klasse sicher zu haben? Ich glaube, mit 40 bist du durch. Okay, da wünsche ich dafür viel Erfolg und schönes Wochenende.